Hallo Freunde und Modellbahnkumpels, hier ist wieder der Jens. Ja, und man sieht es glaube ich schon am Fußboden. Heute ist nichts passiert, gar nichts. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Falsch. Ich habe heute richtig Bock, was zu machen. Oder ich hatte richtig Bock, was zu machen. Und das werde ich euch jetzt alles mal zeigen. Zuerst einmal, die Burg habe ich etwas verbessert. Ist aber noch nicht fertig. Blöderweise hat sich das irgendwie verzogen. Naja, wenn dann die Verkabelung da ist und hier die ganzen Figuren und so weiter, dann wird das richtig festgemacht. Das kann man ja dann jederzeit wieder lösen, wenn irgendwann mal was ist. Also werde ich ja dann zwei Schrauben fixieren. Ich glaube eine hier und eine hier, sodass das hier runterkommt. Dann wird das hier noch alles kaschiert. Hier wird noch ein bisschen was gemacht mit Sand und so. Mal sehen, werden wir alles sehen. Ja, aber das war nicht alles, Freunde, denn ich habe noch mehr gemacht. Das hier müsst ihr mal ignorieren. Großes Chaos auf der Platte. Das ist nicht das einzige Chaos. Ich musste ja Platz schaffen für meine neue Arbeit. Und ich wollte nicht die Züge einsauen. So, da haben wir das Erste. Da habe ich auch noch mit Krümelgras gearbeitet. Und mit dem Kleber von Teddy. Der ist ganz gut. Dann habe ich das Ding fixiert. Richtig mit Schrauben und allem drum und dran. Sieht man sie? Nee, würde ich nicht sagen, dass man sie sieht. Dann geht es ja weiter. Dann habe ich ja die Tanklage gesetzt. Ich denke, das sieht ganz gut aus und passt auch. Das große passt leider nicht. Das habe ich dann doch weggelassen. Also habe ich die zwei kleinen gesetzt. Ich denke, das ist okay. Dann habe ich hier noch die Hütte dazu hingesetzt. Sozusagen das Verwaltungsgebäude oder was gesagt. Damit man dann halt alles ablesen kann, wie viel noch da ist und so weiter. Naja, wisst ihr, wie das ist. Und dann geht's ja weiter. Tada! Ja, das habe ich heute alles gemacht. Gehen wir mal ein bisschen rum. Denn es gibt noch etwas anderes, was ich geändert habe. Da muss ich aber nachher mal ein bisschen Platz schaffen. Sieht nämlich wie Kraut und Rüben auf meiner Platte aus. Oder wie mal jemand gesagt hat, wie Dresden 45. Das werden wir natürlich dann beseitigen. Das ist klar. So, da erkläre ich das mal alles, was ich verwendet habe. Also wie gesagt, ich habe hier Krümelgras genommen. Sieht man ja schon. Dann den allzeit beliebten Schotter. Der Übergang vom Sand zum Schotter fiel mir etwas schwer. Also habe ich ein bisschen getrickst. Habe ein bisschen da Schotter genommen und dann ein bisschen Sand und dann wieder ein bisschen Schotter und so weiter, so dass man leichten Übergang sieht. Dann die Paradestrecke in den Tunnel oder die Strecke in den Tunnel. Bis rein habe ich versucht zu schottern. Ist mir ganz gut gelungen, denke ich mal. Außer die eine Kante da, da werde ich wahrscheinlich nochmal nachschottern müssen dort. Dann hier Sand. Und ein bisschen Krümelgras. Und hier habe ich was ganz Cooles angewendet. Der Weg sieht nämlich richtig krass aus. Also mir gefällt der Weg richtig gut. Ich habe nämlich das Zeug genommen hier. Da habe ich meine ganze, ganzes Glas voll gefunden. Richtig viel. Das ist irgendwie eine Art Natursand oder so. Der macht sich wuch. Das war natürlich nicht geplant, wird eh abgesaugt. Der macht sich ganz gut bei verschiedenen Sachen. Natürlich nicht, um auf die Platte zu streuen. Das ist klar. Das saugt man nachher ab. Ja, gut, und wie gesagt, ich habe das ja dann alles schön geschottert und auch mit Schotterkleber festgemacht. Dann das andere auch mit Schotterkleber und mit diesem Kleber hier. Der geht ganz gut. Der ist von Teddy, wie gesagt, abwaschbar oder auswaschbar und ohne Chemikalien und so weiter. Stinkt also nicht, gar nichts. Und vor allen Dingen macht er keine Rückstände. Gut. Jetzt muss ich das mal ein bisschen hier aufräumen hier, damit ihr seht, was ich noch geändert habe. Das ist jetzt nicht so einfach, wo man alles auf der Strecke drauf. Sollte man vielleicht nicht machen. Aber das war jetzt spontan Video. Und ich dachte mir, bevor ich hier alles wieder abbaue, damit es wieder heißt, ah, er hat da bestimmt jemand anders engagiert, der das gemacht hat. Räume ich mal lieber ein bisschen auf. Aber lasst den Rest liegen. Damit man sieht, was ich alles Verunheil angerichtet habe auf meiner Platte. Ja, das Stellwerk ist natürlich jetzt nicht elektrisch oder was gesagt, nicht mit Beleuchtung. Das habe ich bloß erstmal hingestellt.
Das ist auch locker. Also das kann man jederzeit wieder hochheben. Da ist natürlich jetzt Kleber ein bisschen drunter, aber der wird natürlich dann leicht gelöst, weil da kommt ja noch eine Funzel rein, ist ja klar, ne? Eine LED-Funzel, die hier oben den Bereich beleuchten soll. Ich wollte ja noch ein Manikicken hinstellen dort, aber ich habe leider kein passendes mehr gefunden. Ich muss warten, bis meine anderen Manikicken alle kommen. Also mir fällt das ganz gut, was ich gemacht habe bis jetzt. Gut, die Kante da oben hier bei der Stadt muss noch kaschiert werden. Dann kommen da auch andere Lampen hin, die sind auch schon unterwegs von Brava. Schöne kleine Spur-N-Lampen, die auch hinpassen. Also denke mal, dass sie hinpassen. Das sind solche Sechskantlampen hier, die halt auch überall in der Stadt stehen. Ja, gut, mehr gibt es eigentlich jetzt nicht zu sagen. Die Weichen habe ich natürlich hoffentlich, ja, die schaltet noch. Kann man sehen. Ja, die schaltet und die hier schaltet, glaube ich, auch. Also habe ich die Weichen nicht gekillt. Die klemmt ein bisschen hier, da müssen wir ein bisschen. So, ja, in Chat geht sie wieder. Ja, gut. Das war's von dieser Arbeit erstmal. Und dann habe ich auch noch was am BW geändert. Und zwar habe ich am BW geändert, dass, ihr seht, jetzt sind hier zwei Tricksweichen weg. Die hatte ich ja jemandem versprochen und ich halte mein Versprechen, die kriegt er ja jetzt zugeschickt die Woche und darum musste ich die rausreißen. Da kommen ja eh Rokko-Weichen hin. Und zwar kommt da eine normale Weiche hier hin, Leichtweiche, die bisher hergeht. Hier kommt dann eine Dreifachweiche hin und bedient Gastgleis, das Gleis und das Gleis. Und hier seht ihr schon eine 3 und da könnt ihr euch ja wohl denken, ich hoffe, dass es klappt wegen den Antriebsgeschichten. Das hat ja auch jemand geschrieben, wenn da auf beiden Seiten Antrieben sind, und das sieht man ja auch, dass eventuell der zweite Antrieb auf der anderen Seite stört. Das heißt also, dass der eventuell dann die Dreifachweiche entweder versetzt werden muss oder ich mir was anderes einfallen lassen muss, damit die Dreifachweiche auch hier reingeht ohne Probleme. Ja, und dann die Ausweiche habe ich angepasst, wie ihr seht. Und auf der anderen Seite auch, da kommt eine L30, Linksweiche von Trix rein. Ja, und hier sieht es aus wie nach einem Bombenanschlag. Ich muss jetzt aufräumen, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich hier auch noch die Gleise verlängert, damit das ein bisschen besser aussieht, wenn der Waggon hier rausgerollt kommt oder rausgezogen wird und nicht direkt abbiegt, wenn der schon hier, ne, auf der Weiche trifft. Das geht nicht. Also habe ich das halt ein bisschen verlängert, damit der Waggon dann halt erst hier abbiegt und dann auf der Weiche trifft. Das sieht auf jeden Fall etwas besser aus als vorher, finde ich zumindest, und kommt etwas realistischer rüber, als wenn das soweit, naja, ihr wisst schon, die Kurve sind noch an der Türe steht. Weil wie willst du da große Waggons da reinrangieren, wenn die dann laufend hier an der Kante hängen bleiben? Das ist mir ja dann aufgefallen, als ich einmal hier rübergezogen habe über die Weiche. Ich hätte euch auch noch ein schönes Fahrvideo gezeigt. Ja, diesmal was ganz Besonderes. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, dann werde ich es einfach dann morgen machen. Es ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Altes. Ja, haben sich ja einige mal gewünscht, dass ich das mal mache. Ja, dann hätte ich ja dann vielleicht noch das Rangiervideo machen können von meinem Abrollberg. Du musst aber verstehen, mein Freund, dass das heute nichts mehr wird. Mir tut der Rücken übelst weh. Ich bin froh, wenn ich hier aufgeräumt habe und mich dann endlich hinsetzen kann, ein bisschen Fernsehen gucken. Oder mich noch eine Stunde hinlegen, was weiß ich. Morgen wird natürlich auch noch was gemacht. Das hoffe ich zumindest. Und zwar habe ich vor, wenn das alles getrocknet ist, hier Bäume zu setzen. Ich denke, die passen da ganz gut hin. Hier kommt das schon wieder hoch. Der Leim ist dann doch der falsche gewesen. Hätte ich wahrscheinlich Sekundenkleber nehmen sollen. Da müssen wir es halt wieder beschweren. Zack. So. Also nochmal. Hier kommen dann noch Bäume hin. Habe ich zumindest vor, noch ein paar Bäume hinzusetzen. Und dann noch ein paar Rehe und so. Mal sehen. Vielleicht auch noch ein Hochsitz. Ja. Ich denke, dass ich die Ecke so lasse. Bis auf die Geschichte mit der Beleuchtung. Oh. War nichts. Das war der Vorführeffekt. Es ist aber nichts passiert und nichts kaputt gegangen. Es ist einfach blöd, wenn man das Dach beschweren will
und es fällt alles runter. Dann nehmen wir mal das. Das hält besser. Gut, kann man ja froh sein, dass unsere Schotterdose nicht gegen den Turm geknallt ist, ne? Dann hätte ich den gleich wieder kleben dürfen. Also nochmal. Da kommen Bäume hin, mit Rehen und so weiter, vielleicht noch ein Hochsitz, weiß ich noch nicht. Die Ecke lasse ich, wie sie ist, da wird jetzt nichts mehr geändert. Natürlich muss hier noch ein Zaun hin, das ist klar. Entweder setze ich den hier oder dort, der hier dann das Gebiet absperrt mit den Containern. Dann werden die auch irgendwann vollgemalt. Apropos vollmalen, da habe ich noch was ganz Besonderes vor oder noch ein schönes Fahrvideo für euch. Das wird aber nicht verraten. Auf jeden Fall wird es richtig cool aussehen. Ja, gut. Das war's dann erstmal. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich euch erklärt habe und wie ich es euch erklärt habe, dass es hier natürlich wie Kraut und Rüben aussieht, das wird geändert. Fahrvideo, wie gesagt, kann erstmal nicht passieren, ist klar, weil da hinten alles lose ist oder besser gesagt nass ist. Das muss erstmal trocknen. Und, das wollte ich euch noch erklären, ich habe mein Rad angenommen oder ich habe den Rad angenommen und was habe ich geholt? Habt ihr schon gesehen bestimmt im Video. Bonal. Holzkleber. War nicht gerade billig. Aber das war es mir wert, denn ich wollte endlich mal wieder was machen. Und warten, bis der Heki-Kleber da ist, hatte ich keinen Bock. Also habe ich mir gesagt, nö, das tust du jetzt mal schön selber mixen. Da werden wir ja jetzt sehen, ob das gut hält hier. Die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte. Und dann werde ich das Zeug weiterverwenden. Wenn es natürlich jetzt Flecken gibt, würde ich mich sehr ärgern, weil das nämlich eigentlich sehr, sehr gut aussieht, auch mit dem Weg und so weiter. Wäre sehr ärgerlich. Ja, mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, kann ja jetzt nicht weitermachen, weil mir fehlen jetzt noch die Figuren, die Bänke und so weiter. Deswegen ist auch die Geschichte noch nicht fertig. Die wird natürlich auch noch nebenbei fertiggestellt. Dann die Beleuchtung angeschlossen von den Häusern. Also von dem Haus zumindest und von der Burg. Dann die Beleuchtung noch vom Stellwerk. Und dann müssen wir mal sehen. Ja. Okay. Jetzt räume ich aber erstmal auf. Hier sieht es nämlich wirklich aus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag, der morgen kommt. Und ich melde mich wieder, wenn ich an der wenn ich was an der Anlage morgen gemacht habe oder wieder was gemacht habe oder wenn ich das Fahrvideo euch zeige mit den speziellen Geschichten, was ich aber jetzt nicht verrate, ist auf jeden Fall was Besonderes. Damit werdet ihr nicht rechnen. Muss aber dazu sagen, ist nur auf der Durchreise, geht also weiter. Ist nur zum Abliefern bei mir gelandet, damit ich es mal vorführen kann. Und dann geht es weiter zu dem Endbesitzer. Ja, so ist das. Na dann, lasst mir ein Like da, wie gesagt. Oder auch nicht, wie ihr möchtet. Tschüssi!